Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen immer noch einen Klassiker. Naja, Klassiker kann man jetzt nicht sagen. Wir spielen Ascension to the Throne. Ein Spiel, was, glaube ich, damals schon ein ganz schöner Flop war. Wobei, es gibt einen zweiten Teil, keine Ahnung. Vielleicht weiß ja jemand mehr. Fakt ist, ich mochte das Spiel, auch wenn es seltsam aussieht und die Spielmechanik ein wenig eigenartig ist und man relativ wenig Entscheidungsmöglichkeiten hat. Aber mir hat es immer Spaß gemacht. Ja, und wir eilen uns zum nächsten Sieg. Hoffe ich. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon eine sehr, sehr stattliche Armee. Bestehend vor allem aus irgendwelchen Helden. Ja, und wir müssen dann unbedingt mal umsteigen auf Wölfe. So. Wir entsorgen erstmal einen Wolf. Damit der wegkommt. So, was machen wir denn mit dir? Dich lassen wir da mal gegen den komischen Ork antreten. Ja, stecht ihn. Kommen wir hier noch ran? Ja, da können wir dem Ork noch ein paar verpassen. Aber es kommen halt leider nur zwei Leute ran. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und jetzt ist es Zeit für die Artillerie. Den kriegen wir nicht weggeschossen. Aber den kriegen wir weggeschossen. Das mache ich dann natürlich, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, hier im Fernkampf was zu reißen. Der Gegner ist am Zug und haut mir zwei meiner Bauern um. Ja, aber Vorteil ist, wir haben ja jetzt hier jede Menge Fernkämpfer. Sehr gut. Und was kannst denn du eigentlich? Wir haben einen Feuerball, wir haben einen Liftzauber, wir haben Heilung, Hermes-Sandalen und einen Pfeilregen. Ja. Ja, wir haben leider jetzt keinen. Wir haben nur einen einzigen Bogenschützen. Dann muss es wohl der Feuerball richten, aber ihr Feuerball ist definitiv besser als meiner. Der macht direkt Ratatazong und weg ist der Balkon. Und den hauen wir den noch aus der Jacke. Ja, ihr seht, jetzt haben wir das im Griff. Jetzt haben wir eine Armee, die einfach ein bisschen was kann. Genau, wir haben wieder zwei Bauern eingebüßt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber nichts zu ändern, wa? So, gucken wir mal, haben die hier irgendwas bewacht? Gab es hier irgendwas, was wir Tolles jetzt finden könnten? Ganz oft stehen die ja dann an irgendwelchen Truhen oder so. Und Truhen sind immer gut. Weil Truhen, wenn es Geld drin gibt, kann man dann seine Autorität erhöhen. Und nichts ist wichtiger als dieses. Ja. So, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Vorteil ist, man kann ja jederzeit hier wieder her teleportieren, wenn man dann irgendwann mal nochmal Wölfe braucht oder sowas. Aber gerade am Anfang übergehen die Einheiten sich relativ schnell, also dann kann man relativ schnell... oh, was ist das denn? Das sieht spannend aus, das möchte ich bitte erforschen. Was steht denn hier? Ein Ork, ein Goblin und eine Hexe. Das kriegen wir hin, denke ich, hoffe ich. Los, ihr Bauern! Ja, grandios. Meine Bauern kommen nirgends hin. Dann lasse ich den Spielzug aus und warte der Dinge, die da kommen mögen. Ich habe ja Gott sei Dank so ein bisschen Fernkampfpotenzial. Oh, die Hexe, der kommt mal gar nicht ran. Aber wir könnten damit den Goblin aus der Jacke schießen. Das tun wir auch. Was war los, sind sie mal los. Ui, die Hexe schießt zurück. Ja, was macht der Bogenschütze? Der schießt mal spontan auf die Hexe. Das macht so gut. So. Ey! Oh nein! Jetzt habe ich mich verklickert. Das ist ärgerlich. Das war jetzt natürlich nicht so besonders clever. Jetzt habe ich hier meine tolle Zauberin weggeschickt. Habe hier noch einen einzigen Bauern, der tapfer seinen Banner in die Schlacht trägt. So, jetzt Feuerball. Feuer frei, mein Junge. Knall ihn weg. Ja, wir müssen da definitiv noch ein bisschen... Ja, schieß mal lieber erstmal den Ork um. Und dann versuchen wir mal der Hexe mit dem Feuerball nahe zu kommen, aber... Oh, ja, unsere Zauberin kann tatsächlich echt ein ganzes Paket mehr als wir so können. 24 Schaden, sehr anständig. Ja, und wir haben wieder drei Bauern eingebüßt.
Wir haben aber immer noch negative Autorität. Wir müssen dann mal schauen, dass wir dann. Was ist denn das hier? Sie fühlen eine seltsame Macht aus dem Altar strömen. Schlaggewalt erhöhen oder Autorität erhöhen? Natürlich die Autorität. Oh, das ist schön. Also wenn wir solche Dinge sehen, die müssen wir unbedingt. Die verbessern unsere Fähigkeiten und zwar permanent. Jetzt haben wir wieder 8 Autorität gewonnen. Autorität ist irgendwie das Nonplusultra und das alles Entscheidende, was wir brauchen. Unsere eigenen Skills kann man steigern Stück für Stück. Aber Truppen sind nur zu ersetzen mit noch mehr Truppen. Um mal was Kluges zu sagen. So. Jetzt gehen wir mal zurück nach Fischmeer und schauen mal, ob wir da noch ein bisschen was tun können. Weil jetzt will ich natürlich ja alle Schlachten schlagen, beziehungsweise sollten wir noch irgendein Dokument besorgen vom Turm. Hier stand ja noch so ein Ork-Turm irgendwie in der Gegend rum. Und hier drüben gab es auch noch irgend so ein Viech, der bei einer Kiste stand. Und diese Kiste möchte ich natürlich haben. Keine Frage, haben wir denn Geld? Haben wir denn Geld? 362. Ist nicht so besonders viel. Ja, da unten war noch was. Ich würde mal trotzdem erstmal eine kleine Speicherung machen. Ja, so langsam läuft ja hier die Nummer. Jetzt schauen wir mal, was gibt's denn hier? Da ist ein Oger. Das probieren wir jetzt. Wir probieren jetzt einen Oger anzugreifen. Vorteil ist, wir können das so machen, indem wir ihn einfach mit den Bauern zustellen, dass er nicht zu unseren Helden kommen kann. Und dann nehmen wir ihn mit unseren Helden und mit allem, was so da ist, einfach unter Beschuss. Ich glaube, das ist ein Plan, mit dem man durchaus Erfolg haben kann. Ja, Feuerball macht gar nichts. Überwindung der Zaubereiabwehr gescheitert. Ja, wir sind nicht besonders gut. Ja, der Ogre killt jetzt natürlich Stück für Stück unsere Bauern. Oh, und der hat unheimlich viel LE. Also Lebensenergie. Ach du Schande. Na, hier können wir ja... Hier können wir ja also ewig lange drauf reinbolzen. Mal schauen, das wird jetzt eher so eine Materialschlacht. Der Vorteil bei der Geschichte ist einfach nur, dass dieser komische Oger immer nur einen einzelnen umschmeißen kann. Aber hier können wir jetzt wahrscheinlich, ja, ist aber misslungen. Also wir haben gar keine Chance irgendwie gegen diesen Oger irgendwas mit Magie auszurichten. Ich glaube, den meisten Damage muss hier schon unsere Bogenhelga machen. Aber wir kriegen das schon hin. Das ist der große Vorteil. Ja, wobei die Bauern auch ganz schön reinfetzen. Und wenn die Bauern dann alle tot sind, werden wir den Rest einfach mit. Wölfen auffüllen, denke ich. Ja. Dann sind wir die direkt los. Ist ja auch nicht so schlecht. So, Bogenschützen! Jawohl, Helga! Also Helga ist hier der MVP, oder wie man das sagt, in der Nummer. Das läuft, um es mal so zu formulieren. So, alle Mann, haut den Troll, Oger, Entschuldigung. Rein mit den Spießen. Tja, wenn man dann irgendwann mal eine Armee hätte, die aus so solchen Typen bestehen. Ja, ich merke schon, ich habe hier echt als Magier noch viel zu lernen. Ja, 5 Schaden. Jetzt! Da stirbt er! Da geht er hin! Sehr gut, wir haben einen Ogre besiegt. Und dabei 3 Bauern eingebüßt. Ich denke, das ist okay. Und da gab es wieder einen Stufenanstieg. Jetzt müssen wir echt mal ein bisschen die Magie noch ausbauen. Weil das ist schon nicht so schlecht. So, Gesundheit, Schaden... Und Zauberkraft, genau, weil ich will den schon ganz gerne hinten haben. Und wir haben hier eine Truhe. Sorgsam und finden eine alte Geldbörse, die mit Kupfermützen gefüllt ist. Wir haben die Geldbörse des Wirts gefunden, aha. Hatte ich dazu eine Quest? Scheinbar nicht, scheinbar. Ja, was weiß ich. So, jetzt müssen wir hier mal 2 rüber. Was sagt denn unsere Autorität? Die sagt, wir haben 13 plus. Wir haben 13 plus. Was wolltest du eigentlich nochmal?
Ich glaube, er lügt. Also gut, ich habe. Na und? So, da hat uns jetzt eine alte Schriftrolle verkauft, der Kollege. Das ist die, die der Magier haben will. Das ist sehr schön. Wir kommen hier Stück für Stück, nähern wir uns dem Ziel. Wir hätten den jetzt auch einfach aus der Jacke hauen können, aber... ich bin doch so ein netter Kerl, ich will ja König sein, ich bin doch der Gute. Oder so. König Nasenarsch. So. Ich glaube, ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde jetzt erstmal zum Wirt gehen. Kommt er rein? Nicht jetzt. Der will nix. Moment. Seid gegrüßt, Lehrling. Ich habe die Schriftrolle dabei. Oh, danke. Ich hoffe, es hat nicht zu viele Umstände gemacht. Nein, hat mich nur ein paar hundert Goldstücke gekostet. Na, das ist kein Problem. Ich hoffe, dieser Betrag kommt für eure Auslagen auf. So. Ja, gibt er mir natürlich die Hälfte. So, ich glaube... Ja, nein, nö. So. Was will ich denn jetzt mit der Geldbörse des Wirts? Wenn die dann doch keiner haben will. Wer bist du? Okay, so. Ich würde jetzt spontan die mal zusammenlegen und den da entfernen. Und dann würde ich den Rest mit Wölfen auffüllen. Die machen mehr Damage, sind schneller. Halten wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger aus, aber Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Dann werden wir unsere Armee mal ein Stück weit umstellen. Auf Wolf. Das ist doch schön. So. Gegrüßet seist du, mein kleines Schoßtierlein. Ich hätte gerne ein paar von deinen Kollegen. Wir können 8 kaufen. Und dann... Und dann, was will eigentlich so ein Wolf? Das sind 20 und die brauchen 3 Autorität. Das heißt, wenn wir den jetzt komplett entfernen, könnte man jetzt hier noch, ja, 7. 7 ist gut. 7 ist schön. Das kriegen wir hin. Ja, nichtsdestotrotz, ich schaue mal, was hier unten noch so geht. Und dann gucken wir mal, was wir noch so machen können. Hier hinten waren wir schon, hier gab es nichts mehr. Aber wir könnten ja jetzt mal speichern. Ich werde jetzt mein neues Feld anfangen, ist ja sicher. Und dann schauen wir mal, was das hier sein soll. Irgendwelche Wikinger und eine Hexe. Leper, Bogenschütze, Wikinger, Hexe. Okay, wir probieren mal, ob wir da was machen können. Vorteil ist halt, unsere Wölfe sind halt extrem schnell. Können spontan durchaus Damage austeilen. Okay, das ist der 8er Trupp. Den 8er Trupp schicke ich mal. Den schicke ich mal hier hin. Möge er ein paar Wikinger auffressen. Das ist sehr gut. Also, das ist jetzt schon eher eine Armee, weil dann können wir nämlich hier den Bogenschützen damit. Das ist so die Gefahr für unsere Fernkampfbrigade. Wir halten fest, die Wölfe sind gut. Jetzt gibt es natürlich direkt auf den Frack. Aber das macht nichts. Jawohl, knall ihn um. Ja, jetzt schießen die mir hier meine Wölfe kaputt, aber da müssen wir dann direkt ein paar neue kaufen gehen. Und jetzt schießen wir hier mal die Hexe. Bam. So, Feuerball. Ja, wir machen das jetzt. Wir schießen die uns mal bereit, auf dass die Wölfe die dann einfach aus der Jacke hauen können. So. Oh, hier sind nur noch 2 Wölfe übrig. Das ist natürlich gar nicht schön. Aber hier haben wir noch 6. Die können die Hexen auffressen. Die können die Hexen auffressen, auch schön. Normalerweise frisst doch die Hexe immer die Kinder. Ja, und dann müssen wir uns direkt nochmal nach neuen Wölfen umschauen. Ja, es ist ein bisschen truppenintensiv, die ganze Geschichte.
Aber das macht ja nichts. So, jetzt schießen wir hier einen Wikinger nach dem anderen aus der Jacke. Sehr gut. Man braucht dann irgendwann brauchen wir nochmal so einen Flächenzauber, der ein bisschen Flächendamage macht. Aber jetzt habe ich so meine Kampfordnung gefunden, mit der ich gut klarkomme. Komm, fress sie auf. Jawohl. Und wir eilen von Sieg zu Sieg. Sehr gut. 8 Wölfe, 9 Wölfe haben wir eingebüßt, aber 695 Erfahrung und 250 Gold. Da gibt es einen Stufenanstieg. Sehr gut. Ja, dann machen wir hier 1, 2, 1, 1, 2. Sehr gut. So, Geldbörse des Wirts. Das ist auch spannend, weil ich gar nicht so richtig weiß, was ich mit dem Ding anfangen soll. Aber na gut. Ja, ich wollte wieder zurück. Ich muss noch ein paar Wölfe kaufen. Weil von nix wird nix. Na, mein guter, guten Tag. Ich gehe mal in die Höhle. Ja, das Problem ist halt, definitiv ist dann hier irgendwann ein Ende im Gelände. Und es gibt dann einfach keine mehr. So. Wir haben noch Autorität übrig, aber es gibt keine Wölfe mehr. Da müssen wir dann wahrscheinlich ein Stück weit warten. Also die Wölfe können wir jetzt nicht so verheizen. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt vielleicht so ein paar Gegner vornehmen, gegen die wir auch eine Chance haben. So, ich habe mir jetzt erstmal hier diese komische Mühle freigeschossen. Gibt es denn hier irgendwas oder was ist das überhaupt? Mühle ist bestimmt keine. Hier gibt es eine Tür, die man nicht benutzen kann. Ja, das ist ja alles übrigens sehr viel Fassade. Hier kann man ganz viele Dinge sich einfach nur anschauen. Hier gibt es wieder Hexen, hier gibt es Wölfe. Nö, da will ich jetzt gerade nicht hin. Ich werde jetzt mal schauen, was es da oben noch gibt. Ich sollte doch hier noch irgendwo irgendwelche Söldner umschießen, hat er gesagt. Hat er gesagt, hat er das? Habe ich die jetzt schon erledigt? Moment, ich muss mal mein Tagebuch schauen. Ja. So, wo bin ich? Verpflichtung, Waffen, Rache, Vereinigung, Organtars. Ja, okay. Organtars, Marodeure. Unweit des Dorfes gibt es eine Bande von Marodeuren, die die Einwohner terrorisieren. Hauptsächlich Milizen bauen. Ihr Lager liegt südlich des Dorfes. Das ist da. Südlich des Dorfes. Wir müssen mal schauen. Sind das die hier? Bauern und Miliz sollte uns doch jetzt gelingen. Miliz, 3 Veteran, 1, 3 Wölfe. Das kriegen wir hin. Das sollte uns ja wohl gelingen mit unserem riesigen Heer. Ja, dann nehmen wir erstmal so das, was man sofort ausschalten kann, sollte man auch immer erstmal ausschalten. Die gehen, jawohl, dann räumen wir erstmal die anderen Wölfe weg. Wir müssen erstmal Schadensquellen ausräumen. Okay, da hat jetzt irgendein Verstärkungszauber gemacht. Also ich hätte schon ganz gerne, dass es hier noch ein Stück weit überlebt. Ja, dann schieße ich dich weg. Tod ist tot, da kann man keinen Schaden mehr anrichten. Und jetzt, mit dem Bogen komme ich hier jetzt gerade nicht auf riesige Schadenszahlen. Feuerball! Ui, 31, die ist gut. Wölfe, fress den Rest. Sehr gut. Das war gut. Keine Verluste, ist immer schön. 150 Gold und 345 Erfahrung. Die Frage ist, waren das jetzt die Marodeure? Nö. Scheinbar nicht. Aber hier gibt es gar nichts mehr. Wir scheinen ja jetzt tatsächlich erstmal alles so zu vernichtet zu haben, was so da war. Mehr ist hier eigentlich in der Ecke jetzt nicht zu finden. Deswegen werde ich jetzt mal spontan nach Fischmeer teleportieren. So, ja. Und wir fliegen nach Fischmeer. Und ich gehe mal fragen, ob das jetzt hier der richtige war. Ich habe einige Fragen. Nee.
Profis ran, nicht die Marodeure. So, Geld haben wir. Oh, hallihallo, zeigt mir, was ihr habt. Hier gab es doch den Ring des Zorns. 5 Punkte, nehme ich. Das ist schön. Jetzt machen unsere Soldaten +5 Schaden Einheiten. Das heißt im Umkehrschluss 13 Schaden für unsere Wölfe. 17 Schaden für Helga und 22 Schaden für die Hexe. Ja, das wird. Es ist. Jetzt haben wir so langsam den Dreh raus. Und jetzt ist vor allem auch die Zeit schon wieder rum. Das heißt an dieser Stelle, ich sage vielen Dank, wenn euch das hier gefällt, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir was in die Kommentare. Wenn jemand mal rausfindet, wo man das Spiel noch käuflich erwerben kann, schreibt es auch in die Kommentare, weil habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe ja nur noch eine alte DVD, die schon sehr seltsame Geräusche von sich gibt. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Ära zockt das alte Zeug. Bis dahin, der Ära.